Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, mein Name ist Heinrich Fettiger. Ich bin Stadtrat zuständig für die Finanzen und die Immobilien. Ich kandidiere für die Periode 2018 bis 2022 als Stadtpräsident. In Mexiko hat es seit Jahrzehnten ein paar neuralgische Punkte, die zu Verkehrsengpässe führen. In Unterwetzigen an der Zürichstrasse, Rapperswilerstrasse, ist das Verkehrsproblem ausgelöst durch den Durchgangsverkehr bzw. durch den fehlenden Autobahnanschluss zwischen Uster und Hinwil. Hingegen ist der Verkehrsengpass in Oberwetzigen ein Problem, das die Wetziger schon seit Jahrzehnten hätten lösen können. Aber offensichtlich ist der Durchbruch nicht gelungen. Wenn die Strassennetz anschauen, hat sich das in den letzten 50 Jahren nicht wirklich verändert. Alle Strassen, die eingezeichnet sind, haben auch schon für 50 Jahre existiert. Der Lösungsansatz, den die Regierung in der Vergangenheit bevorzugt hat, ist die sogenannte Westtangente. Das heisst, die Verlängerung von der Weststrasse über das Naturschutzgebiet in die Pfäffikerstrasse hinein. Aus meiner Sicht ist die Westtangente eine suboptimale Lösung, weil das Verkehrsaufkommen einerseits am Ochsenkreisel nur marginal geringer wird. Und auch das Verkehrsaufkommen in Oberwetzigen selber wird sich nur geringfügig reduzieren. Einerseits, weil eben der gesamte Verkehr zum Migros nach wie vor über den Migros-Kreisel geführt wird. Und andererseits, weil sich alle Verkehrsteilnehmer den Weg vom geringsten Widerstand suchen werden. Das heisst, anstelle dass sie am Ochsenkreisel Richtung Westtangente fahren werden sie nach wie vor Bahnhofstrasse nehmen und dann durchs Stadtzentrum fahren. Darum habe ich schon im Wahlkampf 2014 die Spangenlösung ins Rampenlicht gebracht. Spangen hat verschiedene Vorteile. Einerseits würde der Verkehr von Kempten her über den Migros-Kreisel weggeführt werden. Das heisst, er geht nicht mehr über das Zentrum, sondern würde am Migros vorbei, hinten dran, unten an der Bahn durch in die Weststrasse hineingeführt werden. Gleichzeitig würde der Verkehr von Unterwetzigen vor der Kirche links weggeführt werden, Richtung Osterstrasse bis in die Weststrasse hinein. Mit dieser Lösung könnte man einen Wunsch, den die Wetziger schon lange haben, endlich realisieren. Ein Begegnungszentrum, ein verkehrsfreies Oberwetzigen. Mit der Spangenlösung würde ein Teil vom Verkehr, der heute über die Bahnhofstrasse geführt wird, von der Spitalstrasse aufgenommen werden. Ich will das nicht verheimlichen. Wenn Sie aber das Verkehrsaufkommen bereits heute nach der Sanierung von der Rapperswilerstrasse anschauen, ist das bereits heute der Fall. Die Spangen wäre auch finanziell für den Kanton, der die Westtangente zahlen würde, wesentlich attraktiver. Und darum bin ich sicher, dass der Kanton zu dieser Lösung Hand bieten wird. Weil ich überzeugt bin, dass das die wesentlich bessere Lösung als die Westtangente ist, werde ich mich auch in Zukunft für die Spangen stark machen.